der perfekten Offensivformation. Heute dürfen sich zur Abwechslung mal Meier und Turk, der hier gefoult wird, im Angriff probieren. Das die Gelegenheit für Marc Schnatterer. Die 20. Minute. 1:0 Heidenheim. Marc Schnatterer trifft bereits zum dritten Mal in dieser Saison. Ist damit Top-Torjäger der Heidenheimer. Die Mauer steht, aber sie hat bauliche Mängel. 03-Coach Christian Benbenek hat die Seinen aufgefordert, hier mutig nach vorne zu spielen. Will Leidenschaft sehen, sieht sein Team aber unter Druck. Heidenheim in der Offensive mit Malura. Tolle Ballannahme, der hat viel Zeit. Sieht Patrick Meier. 26 Minuten gespielt, 2:0 Heidenheim. Patrick Meier mit seinem ersten Saisontreffer, der war lange verletzt nach einer OP am Sprunggelenk. Jetzt ist er wieder bei 100% aus der Drehung, super gelöst. Das 2:0 aber gibt wenig Sicherheit. Babelsberg zeigt tollen Kampf, findet zurück in dieses Spiel. Der Anschluss in der 43. Minute. Oliver Kragel, fantastischer Schuss aus gut 20 Metern zum 1:2 Pausenstand. Im zweiten Durchgang die Gäste aus Potsdam, das bessere Team, gleich mehrfach dran am Ausgleich. Aber so wie hier Markus Müller glücklos. Heidenheim bringt die Führung über die Zeit, bleibt oben dran. Gewinnt am Ende durchaus glücklich mit 2:1 gegen den SV Babelsberg.